Eigentlich ist Patrick Warnke Zahnarzt und Gesichtschirurg in Flensburg. Doch zusammen mit zwei Forscherkollegen hat er herausgefunden, wenn ein Patient das Coronavirus hat, ändert sich die Zellstruktur der Mundschleimhaut. Und das kann ein sogenanntes Infrarotspektrometer optisch feststellen. Die Daten werden dann in eine Cloud gesendet. Und das kann jetzt der Algorithmus auf dem Computer, den wir mit der Cloud ansteuern, der kann das jetzt lesen und interpretieren. Und sagt uns dann am Ende, ob diese Zelle eine infizierte Zelle ist oder nicht, beziehungsweise ob er ein Spektrum liest, das einer infizierten Zelle entsprechen könnte. Der Test würde zu 97% genaue Ergebnisse liefern und sogar dann ein positives Ergebnis melden, wenn noch gar keine Covid-19-Symptome erkennbar sind. Für Virologen wie den Kieler Professor Helmut Fikentscher wäre ein so schneller Test interessant. Die Methode selber ist grundsätzlich gut etabliert, aber im Zusammenhang mit der Virusdiagnostik in der praktischen Anwendung noch nicht verbreitet. Es gibt da Grundsatzforschungsarbeiten drüber, die schon interessant klingen, aber ob es den direkten Einsatz so tatsächlich erlaubt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Der Algorithmus, der die Zellveränderung analysiert, soll übrigens lernfähig sein. Heißt, verändert sich das Coronavirus, lernt die Software dazu und erkennt Mutationen weltweit in Echtzeit. Durch die kostengünstige Variante und eben, dass es eben sehr schnell ist, denke ich, dass solche Tests sehr gut in einem Pre-Screening-Bereich sinnvoll werden, dort, wo viel Publikumsverkehr ist, sei es an Flughäfen, sei es Kreuzfahrtschiffe, Shopping-Center oder eben Veranstaltungsbereiche, wo man die Besucher direkt kontrollieren möchte, ob sie nun infiziert sind oder nicht. Eine Zulassung in Deutschland ist weit entfernt. Allerdings läuft gerade in den USA ein Antrag auf Expresszulassung. Mit einem Ergebnis rechnet man in Flensburg in rund 2 Wochen.